Nice. Hallo. Moin. Na? Und? Ich hab den Job natürlich. War ja wohl mal mega geil. So, wo war ich jetzt vorhin? Ich war vorhin in Duncan, das ist... Genau da. Da ist Duncan. Wir sind ungefähr da, wo das Flugzeug ist. Deswegen fliegen hier nämlich auch die ganzen Flugzeuge rum, weil hier ist in der Nähe ein Flughafen. Da ist Victoria, da fahren wir morgen mal hin. Und in Duncan steht der Fahrradladen von Will. Will ist der Typ, mit dem ich vor 2 Wochen biken war, am Sonntag. Ja, fun? Yeah, so much fun. Also geredet und ich meinte so, ja, ich habe auch als Fahrradmechaniker mal gearbeitet. Und er dann so, oh geil, ich brauche nämlich einen. Und jetzt war ich da heute das erste Mal arbeiten. Und die fanden mich anscheinend ganz geil, deswegen bin ich da nächsten Samstag und wahrscheinlich den Samstag darauf. Und jetzt für die nächste Zeit erstmal, was mir geil ist. Und Mittwoch fahre ich da nochmal hin, dann machen wir den ganzen bürokratischen Scheiß. Und es ist einfach mega cool, weil jetzt kann ich hier schön auf der Farm sein und Samstag immer arbeiten. Und das Geile ist, die haben Giant und Specialized. Aber jetzt mal eine schlechte Nachricht von Specialized. Und zwar, Specialized irgendwie vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen bei YouTube. Das hier. Und zwar geht es darum, dass Troy Brosnan, das ist ein Downhill-Fahrer, der fährt World Cup. Und zwar mega heftig. Aber ja, jetzt fährt er nicht mehr Specialized, was irgendwie scheiße ist. Weil Aaron Gwynn ist weg, Troy Brosnan ist jetzt weg, jetzt nur noch Luke Bruni und Finals. Und ja, Luke Bruni war die letzte Saison jetzt komplett platt. Der war krank, von daher sind die ganzen coolen, also gut, Luke Bruni ist ziemlich cool. Mal sehen, ich glaube ein paar werden sowieso ein bisschen switchen. Manon Carpenter wäre zum Beispiel total cool, wenn die zu Specialized gehen würde, weil die hat nämlich auch jetzt den Vertrag gekündigt oder der ist ausgelaufen oder so. Und ich hoffe, Troy Brosnan geht nicht zu Canyon. Das wäre ja richtig, ja. Ja, so wie Darren Backloth. Dafür jetzt aber mal eine gute Nachricht. Und zwar habe ich ja vor tausenden von Jahren mal davon erzählt, dass Spotrocker und Knipex so ein Paket schicken, weil ich habe ja mal bei einem Wettbewerb für den besten Knipex-Werbespot mitgemacht und da nicht gewonnen, aber weil mein Spot halt doch so geil war, also jeder, der den gesehen hat, sagt, hat ungefähr gesagt, oh, das ist der geilste und so, also deswegen verstehe ich das selber nicht, warum ich nicht gewonnen habe. Aber die meinten dann so, ja, der Spot ist aber so geil, deswegen kriegst du jetzt so einen Trostpreis und das ist nämlich heute oder gestern angekommen. Leider in Deutschland, das heißt, ich muss da jetzt ein Jahr drauf warten, dass ich mir das angucken kann. Aber ich habe Bilder davon bekommen. Und da ist jetzt einfach eine Kombizange, so eine, was weiß ich, wie die heißt, Zange, so eine kleine Wasserpumpenzange und ein Seitenschneider dabei. Mega, mega geil. Und jetzt habe ich 5 Zangen von Knipex, weil die große Wasserpumpenzange, die ist ja auch mit dabei. Und dann einfach mega der geile persönliche Brief mit dazu, schön mit Unterschrift hier und so. Und zum Beispiel, auch diese Zangen werden einiges für dich meistern können. Das ist eine Anspielung auf was ich in meinem Video gezeigt habe. Ja, und dann hier die allerbesten Grüße aus Wuppertal sendet. Einfach mega geil. Mega, mega cool. So, und wer das Video jetzt noch nicht gesehen hat, was ich gedreht habe, ist es unten verlinkt und wer das Making-of dazu sehen will, weil es gibt nämlich auch ein Making-of, ist auch verlinkt und das ist hier irgendwo. Das haben 2 Kumpels von mir gedreht, einfach mega geil. Guckt auch nochmal auf deren Channel vorbei, die machen auch mega geile Videos. So, und morgen fahren Lars und ich nach Victoria und gucken uns dann das Dorf an und gehen ein bisschen rum. Ich hoffe, es regnet nicht und es schneit nicht, weil es soll irgendwie heißen, ja, schneit und dann regnet's. Aber gut, schauen wir mal.